Langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu. Auch Prinzessin Sophia von Schweden möchte dies mit ihrem neuesten Look zum Ausdruck bringen und schafft den perfekten Übergang von Sommer zu Herbst. Das florale Midi-Kleid ist oben zwar hochgeschlossen, doch nach unten hin wird es immer luftiger. Die dazu gewählte beigefarbene Tasche verhilft dem Outfit zu einem weiteren Farbton. Denn ansonsten ganz in Rot gehalten, kommt besonders Sophias sonnengebräunte Haut zur Geltung. Ein Überbleibsel aus dem erst kürzlichen Familienurlaub? Das florale Muster kombiniert mit den wechselnden Streifen führt dabei zu einer optischen Täuschung und verwirrt die Sinne. Auch die leichten Sommersandaletten passen zu dem pfiffigen Übergangslook. Die schöne Frau von Prinz Carl Philipp hat sich bei ihrem Besuch der Sophia-Hemmet-Schule offensichtlich Gedanken gemacht, um die perfekte Kombi für die letzten Sonnenstrahlen zu finden. Als Ehrenvorstandsmitglied der Sophia-Hemmet-Stiftung hat es sich Sophia nicht nehmen lassen, an einem Intensivtraining der Hochschule für neue Pflegekräfte, Hebammen und Ärzte teilzunehmen. Ihr strahlendes Lächeln zeigt dabei deutlich, wie wichtig der Prinzessin dieser Termin ist. Die Haare fallen der 34-Jährigen dabei locker über die Schultern und auch das sehr zurückhaltende Make-up ist für diesen Anlass genau richtig. Ein wirklich toller Look, um den Sommer zu verabschieden und strahlend in den Herbst zu starten.